Hallo liebe Fischelein, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche und finanzielle Situation uns anschauen für den Monat Mai 2024. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist, liebe Fischelein. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an. Also das ist ein Mantra geworden, aber das ist wichtig, Leute. Ja, also wir sollten uns nicht nur den Sonnensternzeichen anhören und denken, wir sind nicht nur den, sondern wir sind viel mehr. Ja, und natürlich sollten wir immer das mit Leichtigkeit nehmen. Ja, okay, so liebe Fischelein, schauen wir uns mal die Situation an, was uns hier diese tolle Orakelkarten sagen wollen bezüglich deiner Situation für Mai 2024. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die Karten uns sagen. Wow, du solltest jetzt sehr gut sparen für deine Zukunft. Also wenn du jetzt Geld verdienst, wenn du jetzt sagst, Katja, ich habe ein Projekt. Ja, was haben wir denn hier? Verliere bitte nicht dein Gleichgewicht. Wir sind aus Yin und Yang. Ja, das ist wichtig, dass du immer diese zwei Seiten integrierst. Ja, und vergesse nicht, dass wir von Natur aus, also das passt perfekt mit deinem Sternzeichen, weil du dich in den anderen hineinversetzen kannst, ja, dieses Mitgefühl hast, aber trotzdem wissen wir ganz genau, wir brauchen diese männliche Seite und die weibliche Seite, sonst kreieren wir gar nichts. Ja, sehr, sehr wichtig, die Dualität, also diese, wie sagt man das, diese Erde besteht daraus. Ja, wir sehen alles immer in Dualismus. Wir sehen kalt, warm, Licht, Schatten. Also das ist immer so und wird so bleiben, ja, in dieser Dimension. Aber es ist auch innen so, Leute. Was innen ist, ist außen, ja. Und hier sagt auch die Karte, spare, es können sich auch schlechte Tage präsentieren in deinem Leben. Es kann gut sein, dass irgendetwas passiert. Es kann gut sein, es kommt mal eine Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast, ja. Oder es kann gut sein, dass in Mai Rechnungen kommen und du hast das Geld schon gespart. Du hast schon das Geld auf die Seite gestellt. Dass du weißt, ja, Katja, es ist ja klar, es kann kommen. Leute, es kann eine Waschmaschine kaputt gehen, es kann ein Trockner kaputt gehen. Klar, natürlich, also eine Waschmaschine ist viel wichtiger wie ein Trockner oder wie ein Geschirrspüler. Heutzutage ist alles sozusagen selbstverständlich, dass wir sie haben. Ja, ist aber nicht immer so, weil früher hatten wir die Dinge auch nicht und wir sind klargekommen. Oder zum Beispiel, es geht etwas am Auto kaputt. Auto ist sehr fundamental, sonst kommen wir nicht an die Arbeitsstelle. Ja, es gibt immer einen Weg, einen Ausweg natürlich, aber es sind Kosten. Ja? Und hier sagt einfach diese Karte, sammel für Tage, die auch mal hart sein könnten. Das ist keine negative Karte, im Gegensatz. Ich denke, diese Karte will dich auch hier irgendwo preservare, retten. Retten, ja. Das ist so eine Rettungsaktion. Sehr schön. Okay. Es kann ja aber auch gut sein, du leihst jemandem etwas aus. Du bist das Sparbuchs. Also du bist wirklich jemanden, ein Sparfuchs, der für anderen spart. Ja, und jemand aus der Familie kommt, braucht das Geld. Okay, ich hab das, ne? Du hast so ein gutes Herzen. So, schauen wir mal, was die anderen Orakelkarten sagen für Mai 2024. Da bin ich selber sehr gespannt. Ci saranno persone che non appoggeranno le tue idee e scelte, non ascoltarle. Okay, super. Das gefällt mir, weil wir müssen nicht immer auf andere hören. Und zwar, du bekommst jetzt hier eine Warnung. Du wirst vorgewarnt. Questo è il lavoro della tua vita. Also guck mal, du hast sogar eine Karte, die sagt, das ist dein Traumjob. Dein Job für das Leben. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lange du das machen wirst. Aber wenn diese Karte rauskommt, dann bedeutet das, du bist in deiner Vibration und du vibrierst mit diesem Job. Genauso mit einer Person. Du kannst mit dieser Person 10, 20 Jahre zusammenbleiben. Es kommt immer darauf an, ob ihr zusammen vibriert. Ja? Und hier ganz einfach und simpel. Du hast ein Projekt, du hast irgendwelche Ideen und es gibt Menschen, die dir keinen Halt geben. Höre nicht auf diese Personen. Du sollst nicht auf die Personen hören, die gerade dich vom Weg ablenken wollen. Vielleicht sagen sie das auch gar nicht absichtlich. Vielleicht ist es auch gar nicht böse gemeint. Ja? Sie machen das für deinen Gunsten. Sie reden für deinen Gunsten, aber das ist nicht immer so, Leute.
Wir dürfen auf andere hören. Wir können uns einen Tipp holen von anderen. Aber wichtig ist, dass du deine Idee nicht verlierst, liebe Fischelein. Und ich sag ja, du bist ein guter Mensch. Ja, manchmal lassen sich dann Fische sehr schnell einreden. Aber was ist für dich richtig? Was du denkst, was für dich richtig ist, wähle diese Option, würde ich hier sagen. Ja? Okay, schauen wir mal mit den alternativen Tarotkarten, was hier uns für Mai gegeben wird. Ja, also ich sehe hier Schwierigkeiten. Ich sehe hier Schwierigkeiten. Momentan, das ist, wie ich ja schon gesagt habe, wie wenn du keinen Halt hast. Das hat damit mit der Vergangenheit zu tun. Was du jetzt gerade hier alles durchmachst, liebe Fische, das ist die Vergangenheit. Die Vergangenheit lässt dich nicht vorwärts kommen. Wir wissen ganz genau, wir haben diesen Vollmond. Ja? Der ist schon geschehen. Heute ist der 25. Du wirst dieses Video dir morgen anhören. Natürlich, der Vollmond hat eine große Wirkung auch auf Wasserelemente. Ich weiß jetzt nicht, ob du richtig schlafen kannst oder ob du das merkst, aber ich weiß, wie sensibel die Fische sind. Ganz, ganz, ganz. Also die Fische, die haben wirklich eine große Vorahnung. Oft spüren sie das vorher, die Dinge. Und ich denke, du liegst nicht falsch. Wenn du irgendwie ein komisches Gefühl hast gegenüber einer Person oder einer Situation, ob das beruflich ist oder es ist in der Liebe, sei dir bewusst, dass du richtig liegst, ja, dass du diese Schwierigkeiten, die du siehst, die erfindest du nicht. Das ist nichts erfunden. Es könnte auch gut sein, dass jemand gegenüber dir irgendwelche Schwierigkeiten hat oder eine Person bereut es, wie er oder sie mit dir umgegangen ist, ja. Könnte natürlich auch beruflich sein, weil ich sehe ja auch, es geht um Geld. Um Guadagna, es geht hier um den Verdienst. Also es kann gut sein, vielleicht hast du eine Arbeitskollegin oder vielleicht jemand, der eine höhere Position hat als du und irgendwie einen Fehler gemacht hat, ja, und sich auch dann entschuldigen könnte und du aber irgendwie in dieser Situation sehr beängstigt bist. Also ich habe das Gefühl bei dir, liebe Fische, du gibst dir irgendwo eine Schuld, die du gar nicht hast. Also das ist wie wenn du dich selbst beschuldigst oder selbst sagst, ich habe die ganze Schuld, obwohl es nicht so ist. Okay, also sei dir vorsichtig, lass dich nicht von anderen manipulieren, lass dich nicht von anderen einreden, weil ich sehe, diese ganze Situation hat mit deiner Vergangenheit zu tun, nichts anderes. Also hier geht es natürlich nicht nur um die berufliche Situation, ich denke, hier geht es auch um die Liebe. Könnte auch gut sein, dass du jetzt irgendwie etwas mit jemandem hast, der vielleicht ein Arbeitskollege sein könnte oder Arbeitskollegin und das dazu Schwierigkeiten bringt und du dann irgendwie dich schuldig fühlst, weil du etwas gemacht hast oder weil du eine falsche Aktion gebracht hast. Also ich sage mal so, die Fischeleine, wenn sie wirklich in seiner höheren Bewusstsein sind und vibrieren sehr hoch, sind sie sehr sensitiv. Also sie haben diese Vorahnung. Also sie sollten wirklich an seine Intuition hören. Und ich denke nicht, dass du falsch liegst. Also irgendwo gibt es einen Haken. Und dieser Haken, wie kann man das sagen? Dass du jetzt hier sagst, ich vertraue hier an diese Situation, aber ich weiß, dass irgendetwas nicht passt. Wie wenn du wüsstest, dass irgendjemand etwas gemacht hat, aber diese Person es ausredet. Wie kann man das sagen? Um den Brei redet, auf gut Deutsch gesagt. Das ist aber nicht so. Sei bitte vorsichtig. Also hier ist auch irgendwo eine Warnung. Kann ja gut sein, dass es auch mit Geld zu tun hat. So, liebe Fische, ich habe geredet, war gerade am Ende. Speicherkarte überfüllt, ja. Das sind so viele Videos, die drin sind und private Legungen, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich muss die ganze Zeit schauen, ja. Nicht, dass es dann wieder quasi stoppt. Also, es kann gut sein, dass hier irgendjemand etwas sagt und du hast aber recht, dass du hier
richtig siehst, dass du diese richtige Intuition hast. Also sei vorsichtig, das ist wie eine Vorwarnung auch irgendwo, ja, dass jetzt vielleicht jemand irgendwie Geld ausgegeben hat oder zu Hause, vielleicht ein Mitglied, ja, Schwester, Sohn, Tochter und dass du ganz genau weißt, dass diese Person aber nicht ehrlich ist. Könnte aber genauso bei der Arbeit sein, dass du weißt, dass es eine andere Wahrheit gibt, okay? Dass du sagst, das ist nicht die Wahrheit, was diese Person erzählt. Es gibt noch mehr. Es geht noch tiefer. Ja, natürlich geht es ja auch viel um Geld. Also ich weiß ja nicht, ob du jetzt hier irgendwo finanzielle Konflikte hast mit jemandem. Ja, das kann auch gut sein, dass es hier irgendwo um Geld geht, den du nie bekommen hast. Ja, zum Beispiel, du hast jemandem etwas geliehen und diese Person versucht immer, wie sagt man das, weißt du, Ausreden zu haben. Und du weißt, dass diese Ausreden nicht korrekt sind. Also du weißt, dass diese Person lügt. Verstehst du das? Sowas in der Art. Und das hat aber mit jemandem zu tun, der aus der Vergangenheit kommt. Diese Situation hat mit deiner Vergangenheit zu tun. Und das ist wie wenn du irgendwie nie richtig Ruhe hast wegen dieser Situation. Ja, wie gesagt, das könnte hier beruflich sein. Vielleicht jemand, der dir etwas versprochen hat, kann ja auch gut sein. Dein Chef hat dir diesen Gehaltserhöhung versprochen, aber es ist nicht so. Und jedes Mal, wie sagt man das, tretest du an, sagst du deine Version, aber du fühlst dich auch irgendwo schuldig. Also ich habe das Gefühl bei dir, liebe Fischerlein, dass du dir irgendwo eine Schuld gibst, die du nicht hast. Bitte sei vorsichtig, gib dir nicht irgendeine Schuld, die du nicht hast, weil man tut die Dinge immer zu zweit. Also ob das jetzt eine Liebessituation ist, könnte ja auch gut sein. Oder hier eine berufliche Situation. Wir arbeiten immer zu zweit oder wir sind an einer Situation, an der mehrere Menschen beteiligt sind. Und ich sehe, dass du hier nicht auf die anderen hören sollst, wenn irgendjemand dir etwas einredet, ja, vielleicht, dass du schuldig bist sogar, dass du hier das verursacht hast. Das könnte jemand sein, der ein Stratege ist. Also ich bevorzuge, dass es jemand sein könnte, der falsch ist, der sowas dir sagt, ja. Manchmal sind es aber auch Personen, die uns nicht schlecht wollen, einfach so uns helfen wollen, aber dabei schaden sie uns, ja. Also das sehe ich hier. Sei vorsichtig. Also du hast keine negative Karten. Du wirst hier vorgewarnt. Die Karten sagen, du hast recht, ja. Was du siehst, was du dir vorstellst, was du in deine Gedanken, in deinen Herzen hast, das ist richtig, ja. Hör auf deine innere Stimme. Das ist immer sehr, sehr wichtig, ja, weil irgendetwas, was du gesehen hast oder gespürt hast, ist wahrhaftig. Ja, manchmal fehlen nur die Beweise. Ja, manchmal fehlen sie. Der Mensch braucht seine Beweise. Also das ist wie Tomaso, glaubt dann nicht daran. Ja, also das gibt so ein Sprichwort, wenn du das nicht anfässt, wenn du das nicht siehst, glaubst du nicht daran. Aber das ist nicht immer so. Du könntest recht haben. Du könntest hier im Rechten sein, aber dir irgendwo eine Schuld geben oder die anderen wollen dir diese Schuld schieben. Ja, und das ist aber nicht so. Also sei dir vorsichtig, weil das ist hier sehr wichtig, dass du an dir glaubst und nicht an die anderen, auf die anderen hörst. Weil du hast dein eigenes Köpfchen, liebe Fischelein. Ja, okay, das war hier deine Legung. Das ist Wahnsinn, Leute. Ich habe das, für mich war ich schon fertig. Bam, sehe ich, das hat ja gar nicht aufgenommen. Okay, so. Falls du resoniert hast, liebe Fischelein, freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, lege ich es dir ans Herzen, wenn du Lust und Laune hast, weil dann bist du auch Teil dieser Community, ja? Pass auf dich auf. Mach's gut, liebe Fischelein. Ciao!